Willkommen zu einer neuen Folge der Long Dark Schwierigkeitsgrad Interlooper mit Red Dead am Mikro. Schaut mal, boah, das sieht aus wie Weltuntergang, aber auch irgendwie cool, total cool, wie ich finde. Minus 29 Grad ist jetzt nicht gerade so die Temperatur, wo ich sagen würde, das ist unbedingt Jagdwetter. Ich musste jetzt auch ein bisschen überlegen, habe zwei Tage pausiert, habe nicht aufgenommen. Habe so ein bisschen mich ausgeruht, gechillt, muss ja auch mal sein. Und wenn man das so ein bisschen setzen lässt, dann merkt man erstmal, wie viel Energie und Kraft man in sowas hineinsteckt. Wir werden den ein oder anderen Wolf jagen, aber wenn ich das jetzt mache, ich meine, ich kann ihn erschießen, aber dann liegt der mit seinem fetten, toten Arsch auf dem Eis. Wir trinken mal was. Trinken ist immer gut. Dann essen wir so ein Stück Wolf. So. Jetzt habe ich auch erstmalig gesehen, wie er von 100% auf 99 geswitcht ist. Wo ist der Wolf? Wir werden so ein bisschen jagen, weil wir Luft haben. Dann werden wir die Bücher holen. Die Angelbücher. Obwohl ich ja persönlich nicht glaube, dass das großartig Sinn macht. Denn wenn ich sie lese, dann muss ich ja auch essen, um sie lesen zu können. Da kann ich ja auch gleich Eis fischen. Also, vielleicht könnten wir das Feuer, wenn es... Na guck mal, es scheint doch die Sonne. Wenn wir hier ein bisschen Brennstoff nehmen, na gut, dann brennt der Ofen. Sinnlos. Das haben wir noch dazu. Ich probiere mal was aus, weil wir es uns momentan so ein bisschen leisten können. So, das hätte ich gern umgelagert. Ich brauche ein bisschen Holz. Ich brauche nämlich auch Stoff. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Und wenn ich das jetzt hier auf den Haufen schmeiß, aufheben. Na, ich könnte es gerade noch so wegtragen, aber ich müsste hier nochmal ein bisschen Kohle ablegen. Und das so. Jetzt geht's. Und das war ein irrer Sturm. Aber wenn ich mich jetzt hier hinter... So. Dass das einfach ein bisschen länger brennt. Mal sehen, ob der Wind uns... Es wäre auch wurscht, ob er das tut. Ah, ich habe es mir überlegt, Leute. Es tut mir leid. Aber die Sache ist die, wenn ich jetzt Stoff holen gehe und die Sonne ist danach weg, dann kann ich, ob mit oder ohne Fackelstock, mit der Lupe kein Feuer mehr in dieser Fischerhütte machen. Wenn ich aber hier mal kurz meinen Zipfel in das Loch stecken will, also... Ah, verdammt. Ich glaube, wir haben das Brecheisen nicht dabei. Also wisst schon, Eisangeln etc. Da ist der Wolf. Jetzt aber schnell. Wir können hier ein Feuer machen, können den Wolf erschießen, können ein bisschen Eis angeln. Aber nur solange die Sonne hier ist. Verdammt. Das erste, was ich mache, ist Feuer, weil es nichts kostet. Ja, friert nämlich schon, weil es nämlich knacke kalt ist. Irgendwas mit minus 30 Grad. So, jetzt machen wir ein schickes Feuer. Und dann können wir immer noch überlegen, angeln wir, erschießen wir den Wolf und so weiter. Ich brauche den Wolf eigentlich gar nicht. Man soll ja eigentlich nichts killen, was man nicht braucht. So, das ist schon mal ein Ding. Feuer hätten wir schon mal. Altholz rein. Kohle geht ja nicht. Ein paar Stöcke. Und wenn das nur ein bisschen brennt, dann brennt es nur ein bisschen. Es verschafft uns so ein bisschen auch ein Zeitfenster. Jetzt können wir den Wolf killen. Wo ist denn der? Ach, das würde schon passen. Aber es ist auch noch ein bisschen sehr kalt. Ich schmeiß mal noch ein Stöckchen rein und ich schmeiß mal noch den Altholz rein. Wo sind wir jetzt? Minus 5, minus 4, minus 3. Ist immer noch ein bisschen wenig. Ich muss die Stöcke reinhauen. So. Dann da. Der Fackelstock ist mir total im Weg. Na, da müssten wir lange schlafen, um aufzuheizen. Aber ich mache das so. Und jetzt heißt das hier Kohle. 11 Minuten noch. Drei Minuten noch. Na, die können wir warten. Den Schlafsack lasse ich hier liegen. Jetzt ist der Wolf natürlich weit weg, verdammt.
Und hier ist noch, da ist noch ein Wolf. Oh, das wird ein Freudenfest. 3 Stunden. Hm. 1 Minute noch. Na komm schon. Weil den anderen Ofen habe ich ja auch noch. So, jetzt aber. Jetzt wärme ich ordentlich auf. Ja, das ist okay so. Jetzt mal schauen, wo der Wolf ist. Der jault sich gerade ein ab da hinten. Da wäre einer, ne? Aber die sind so weit weg. Mir wäre es eigentlich lieber, sie würden hier in die Nähe kommen. Wenn die da weglaufen, finde ich das nicht gut. Ich bin ja noch einigermaßen warm, ne? Hm. 0,5. Es ist auf alle Fälle sinnvoll, ein ganz kleines bisschen Wasser hier zu machen. Auf dem Teich. Mitten auf dem Teich, umgeben von Wasser und Schnee und nichts zu trinken. Das Wasserkochen, das hilft mir immer so ein kleines bisschen zu überlegen. Und jetzt haben wir nämlich Nebel, das ist nämlich blöde. Ein Rohkolben, wir müssten dringend mal hier hoch. Nach Hause. Aber wenn der Nebel jetzt kommt, und er kommt, mit großen Schritten. Was ist denn da oben los? Leicheweiche, ne? Ich möchte nämlich auch mal die Bücher holen. Oh, verdammt, die Wölfe. Jetzt. Ja, mit dem Bücher holen ist das aber auch so eine Sache, Leute. Ich könnte ja, wenn ich zumindest Bücher holen gehe, auch den einen oder anderen Wolf dorthin bringen, ne? Na komm schon, das dauert ja lange. Ich muss bloß aufpassen, dass der andere mir nicht in die Quere kommt. Jetzt kommt er. Oh, wie. Total geil, echt. Total notgeil. Kriegt fast einen Ständer. Der Wolf. Aber jetzt hat er ange... Wir haben ihn angefixt. Keine Macht den Drogen. So, das war der erste Wolf. Bei minus 16 Grad. 10 Minuten mit dem Beile. Mit den Händen 15, dann so. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich komme hier gleich nochmal wieder. Wir wissen noch nicht, was sind das hier? Unsere Köder. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das so machen, dass möglichst nicht alle Feuer ausgehen. Das ist gar nicht so einfach. Ich denke, ich werde hier nochmal nachschüren. Weiß jetzt nicht genau, wie wir das machen wollen. Dann hier grillen. Da kann ich nämlich nebenbei immer so ein bisschen aufwärmen, wenn ich das mache. Ja, das ist jetzt ein bisschen wirr, so hier und da und dort. Aber so können wir so ein bisschen jagen auf der einen Seite. Es wird wärmer auf der anderen. So. Ich könnte zwar rennen. Ah, ich bin doch immer noch nicht warm, ey. Das kann aber nicht wahr sein. Ich bin das eigentlich gewöhnt, dass ich immer gleich warm bin. Warten. Ich lasse den Schlafsack hier. Wo ist denn jetzt der andere Wolf? Da hinten. Du Blödmann. Ich wünschte, ich wäre nicht ganz so ausgelaugt, wie ich es jetzt bin. Minus 15 Grad ist gut. Minus 15 Grad ist sogar so gut, dass wir 28 Minuten mit Hand, 28 Minuten mit dem Messer. Na, dann steht das außer Frage, wie wir das machen. Und ich habe hier hinten in der anderen Hütte auch noch einen Wolfspelz vergessen. Vielleicht belassen wir es auch bei denen. Ich könnte natürlich den anderen auch noch mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann hätten wir den Schweinepriester dort weg. Der läuft ja gerade so ein bisschen hier in diese Richtung, wo es passt. Schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Ja, das passt. Komm mal hierher. Jetzt, bei Fuß. Socke. Ja, da kommt er schon.
wie so ein Geistesgestörter. Hier ist es schön warm. Deswegen habe ich den hierher gelockt. Weißt du, so. Der beißt nicht an. Doch jetzt. Er hat angebissen, die Kleine. Verdammt. Da kommt er. Ich muss das jetzt leider so machen. Der hat schon angebissen. Nee. Was hat denn der gemacht? Der hat von meinem Fleisch gefressen, die Sau. Was wird denn das jetzt? Nee, hat er nicht. Das ist jetzt irgendein Bug. Den hat es irgendwie... Dass der jetzt wegläuft, das finde ich nicht gut. Wir müssen uns aber erstmal kurz aufwärmen. Was könnte ich denn mal machen? Ich könnte ein bisschen Wasser kochen. Das ist was Sinnvolles. Also keine Ahnung, was jetzt mit dem Wolf war. Den hat jetzt irgendwas getriggert, deswegen ist er weggelaufen. Ach, dann nehme ich halt einen Schluck aus der Pulle. Das Einzige, was hier taugt. So. Das ist zum Beispiel ein Bug. Und jetzt habe ich ihn getriggert. Er läuft. Aber er kommt sicher nochmal wieder. Immer so ein bisschen auf den Wind auch achten. Woher der Wind kommt, so, der läuft jetzt wieder zu seiner alten Route. Müde, hungrig, hast du nicht gesehen. Was essen wir denn mal? Der hat das Wolfsfleisch gegessen. Verdammt. Scheiß Vieh. Es ist mir ein bisschen zu blöde, ihm nachzulaufen. Ich warte einfach, bis er wieder in meine Richtung kommt. Derweil hole ich mir das Kilo Fleisch, was er einfach runtergewürgt hat. Illegalerweise. Ich habe doch extra Köder vorbereitet. Und was macht er? Er würgt das, was ich fein säuberlich neben meine Fischerhütte gelegt habe, runter. Er ist doch ein Schweinepriester, verdammt. Ach, ich kann euch sagen, Leute, das ist ein Stress. Momentan bin ich ein bisschen müde, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich werde ein bisschen pausieren. Zumal ich ja eh noch auf meinen VDSL-Anschluss, auf meinen neuen warte. Und bis dahin habe ich irgendwie völlig andere Dinge auch im Kopf, weil jetzt auch Weihnachtsvorbereitungen natürlich so ein bisschen anstehen. Ich wollte meine Mama mal besuchen, die umgezogen ist und solche Dinge. Und da ist mir das persönlich, ehrlich gesagt, alles ein bisschen zu viel. So, sehr schön. Auf alle Fälle können wir wieder was grillen. Und vielleicht hat der Wolf, der jetzt rechter Hand von uns so ein bisschen rumguckt, es sich bis dahin überlegt, bevor er unser Kilo Fleisch verdaut hat, sollten wir es wieder entfernen aus seinem Magen. Ach übrigens, das neue Begleitungssystem. Ich habe mir das angeguckt, bin extra auf dem Wolfsberg, verdammt, gewandert. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wenn ich das Fleisch hierher lege, ist es, glaube ich, klüger. So, da kommt der Wolf, da kommt der Wolf. Das ist natürlich spitze. Hier kommt der Wolf. Hier kommt der Wolf. Juhu. Da kommt er schon. Uiuiui. Ist der schnell. Der hat angebissen, ne? Ja. Ach, verdammt. Schon wieder. Ich könnte kotzen. Und dann noch so, ne? Dass der Pfeil sonst wohin wieder geflogen ist. Da.
Das kann ich ja jedes Mal leiden. Der rennt davon. Ach, du Pfeife. Du bist nur so eine Pfeife. Nichts los. Dann ist das Schicksal... Das ist ein Bing-Bim-Zaunsfall, ne? Was das Schicksal hier gibt. Das sagt, lass diesen Wolf in Ruhe. Aber ich habe ja so meine... Bedenken, dass der Wolf uns im Bobo kneift, wenn wir dahinter gehen. Der läuft nämlich ausgerechnet jetzt vor der Insel hin und her, was ich überhaupt nicht gut heißen kann. Wo ist er denn jetzt? Verdammt. Das ist nämlich das. Der hat sich jetzt auf dem Weg zur Insel gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher und dafür sollten wir eigentlich auch hingehen. Essen haben wir ja soweit noch oben. Ich glaube, ich werde das mal machen jetzt. Hier ist noch Wasser. Haben wir oben noch Wasser? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann nehme ich doch lieber noch mal ein Literchen mit. Weil die Bücher müssen wir auf alle Fälle holen. Und wir haben auch noch ein Wolfsfell auf der anderen Seite der Insel, ne? Also wenn wir jetzt losgehen, könnten wir an dem Ofen theoretisch wieder vorbeigehen. Könnten uns hier aufwärmen. Oh verdammt, der Sturm macht mir echt Sorgen. Ich meine, hier bin ich schon so nah dran, ne? Jetzt laufe ich nochmal dahinter. Ach, was muss, das muss. Ich meine, ich kann nicht 50 mal gehen. Wegen einem Wolfsfell. Deswegen laufe ich jetzt zu unseren anderen Insel. Das Feuer brennt noch, seht ihr das? Insel sage ich dazu, weil es einfach so ein bisschen Lebensraum spendet. Da liegen unsere Opfer auf dem kühlen Eis. Da hinten ist der Wolf wieder. Keine Ahnung, wo der sich rumgedrückt hat in der Zeit. Blöd Mann. Das sieht voll cool gerade aus, ne? Alles in Weiß. Gestöber, richtig schön winterlich. Das Feuer brennt. Der Kuchen steht auf dem Tisch. Oder auch nicht. Das brennt nämlich hier noch eine Weile. Und wie ich mich kenne, werde ich das auch noch eine Weile brennen lassen wollen. Hier, am Sein tun. Was für ein Deutsch, ich finde es gerade so krass. Also rein damit. Da ist doch noch Kohle, ne? Ja. Mitnehmen tue ich hier nichts weiter. Ne, außer das da. Weil das muss oben trocknen, das Zeug. Ein bisschen schlafen sollte ich aber, weil ich bin so arg ausgelaugt, dass ich den Bogen kaum noch halten kann. Ne? Ich habe schon zweimal vorbeigeschossen irgendwie. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ich links vorbeischieße, ja, es sieht die Welt schon viel, viel, viel besser aus. Ein bisschen Wasser dürften wir noch haben. Ich hatte eigentlich vor, wieder hierher zu kommen. Wenn natürlich der Sturm hier dazwischen kommt, dann, tja, Schicksal. Und den Stoff habe ich immer noch nicht. Es ist momentan, laufe ich wirklich ein bisschen im Kreis, muss ich wirklich sagen. Aber ich muss diese Fälle erst wegbringen, wenn ich nicht will, dass die mir verderben. Zur Not muss ich halt das Feuer ausgehen lassen. Das finde ich voll gut, dass du auf dem Eis liegst. Du kannst zumindest keinen Blödsinn mehr anstellen. Ich hätte die Felle natürlich auch dort hinten zu den Anglerhütten, zu den Fischerhütten da schleppen können. Das wäre auch ein Projekt gewesen. Aber da habe ich ja die Bücher nicht dabei. Und ich wollte ja noch so ein bisschen die Bücher. Ich freue mich schon richtig auf diesen fetten VDSL-Anschluss. Ich habe natürlich den dicksten genommen, weil ich es wissen wollte. Also wenn schon, denn schon. Ich habe meinen alten Tarif schon Ewigkeiten und ich habe mich die letzten oder das letzte Jahr auch ringsrum gedrückt und habe gedacht, ach, mach das doch nicht, jetzt noch Vertragswechsel, irgendwas. Ziehst ja eh um und dann muss ich den ganzen Kack neu machen, aber das Umziehen. Das Umziehen ist ja das Wenigste. Ja, dann nimmt man seinen Vertrag einfach mit. Vorausgesetzt, man hat dann an seiner neuen oder an seinem neuen Wohnort ebenfalls VDSL mit der Option, wie ich es jetzt habe.
Ansonsten ist es auch nicht so schlimm, weil der Vertrag dann nämlich kündbar ist. So, also jetzt ablegen, ablegen. Den Kram hier mal trocknen. Na, alles ablegen, 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 ablegen. Sehr schön. Dann haben wir den Kram schon mal hier. Die beiden Bücher, die könnten wir ja lesen. Das wäre ein Projekt. Kohle lasse ich auch hier. Ich gehe ja wieder. Wir schlafen auswärts. Könnten aber, wenn wir schon mal hier sind, Trick 17 anwenden. Stoff habe ich nicht. Gibt es hier noch Stoff? Oder habe ich schon alle Vorhänge abgenommen? Es sieht so aus, als habe ich schon alle Vorhänge abgenommen. Na, das ist ein Grund mehr, um zu den Fischerhütten mal vorzutingeln. Wir müssten nämlich auch mal so das ein oder andere reparieren. So. So, jetzt gehe ich raus und wieder rein, um einen Safe-Punkt zu haben. Denn wenn der das versaubeutelt, lade ich eiskalt neu. Pass mal auf. Und wir müssen die Uhr im Auge behalten. Also, jetzt repariere ich meine Kaninchenpelzfäuslinge. Und wenn es versaubeutelt, lade ich einfach neu. Ja. Und das heißt für mich verlassen. Fortsetzen. Und jetzt reparierst du die Kaninchenpelzfäustlinge. Warum nicht? Warum soll ich das nicht so machen? Und dann reparierst du Aktionen, reparieren. Das müsste er noch schaffen. Die Rehlederstiefel. Sehr schön. Das hat er jetzt echt cool gemacht. Und natürlich die Socken noch. Verdammt. Die Socken gehen mir schwer auf den Zeiger. Überhaupt gehen sie mir schwer auf den Zeiger, weil eben, ja, den nehme ich mal mit, weil den können wir zur Not zerlegen. Ich werde mich jetzt aber sofort wieder auf den Socken machen, hier, vom Acker machen. Wir schlafen auswärts, wegen dem Feuer auch so ein bisschen. Aber theoretisch müsste das noch brennen. Häschen, Häschen, Häschen. Komm zu Daddy. Hasenfallen haben wir immer noch nicht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja. Also rein theoretisch müsste unser Feuer noch brennen. Ja, es brennt noch. Ah, ist ja momentan träge, hey. Ich würde ihn ja ein bisschen antreiben. Es geht ja auch. Endlich mal sprinten. Also das neue Klamottensystem mit dem Sprinten und das zu koordinieren und die richtigen Kleidungsstücke sozusagen zusammen zu koordinieren. Gewichtstechnisch halte ich es echt für ein bisschen weit hergeholt. Also die ganzen Klamotten, man bemüht sich zwar um den Realismus und er ist auch gegeben, aber gerade mit dem Nasswerden der Kleidung, das ist auch so ein Problem, ein Riesenproblem. Gerade auf Interlubar am Anfang wird das ein extremes Problem werden. So, da ein bisschen Kohle genommen, hier ein bisschen Holz genommen und vielleicht noch zweimal Kohle. Weil sonst kommen wir nicht durch die Nacht. Kohle, ich hätte natürlich auch zu Hause schlafen können. Hätten wir machen können. Was haben wir denn? Ein Stöckchen. Stöckchen rein. Da wollte ich eigentlich mal lesen, aber jetzt nicht. Zweimal Kohle behalte ich. Hier das Holz noch rein. 8 Stunden. 8 Stunden. Wir haben weniger als 1 Stunde Tageslicht. Ich würde mal sagen, damit wir jetzt so einen Safe-Punkt haben, schlafe ich hier 1 Stunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wollte ich nochmal Richtung Fischerhütten gehen, da vorne, Stoff farmen, die Bücher lesen und mal sehen, vielleicht fällt mir noch irgendeine Missetat dazwischen ein. Aber ich finde es gerade hier ultra gemütlich, deswegen bin ich auch so ein bisschen hier geblieben.
Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge, Leute. Ich muss jetzt ein Päuschen machen. Und muss mich so ein bisschen auch mal um meinen Haushalt kümmern. So, bis dann. Tschüss.